Akkus für Werkzeuge. Kennt jeder. Doch hier sorgen sie neuerdings auch für wohlige Wärme. Doch dazu später mehr. In der Logistikhalle ist es jedenfalls frisch, nur 16 Grad. Laut Arbeitsschutzverordnung eigentlich schon zu kalt zum Arbeiten. Eine Ausnahmegenehmigung macht's aber möglich. Mitarbeiter wie Daniel Hosbach bleiben entspannt, denn sie testen im Auftrag des Unternehmens spezielle Wärmekleidung. Das ist jetzt ein Wärmesweatshirt. Damit kann ich individuell einstellen, wie meine Temperatur auf der Vorderseite oder auf der Rückseite am Rücken sein soll. Das Ganze wird jetzt über eine Handy-App gesteuert. Und da kann ich jetzt zum Beispiel einstellen, ich möchte jetzt vorne 32 Grad haben, möchte hinten 33 Grad haben. Wenn ich mich viel bewege, kann ich dementsprechend nochmal kühler stellen. Und bin ich vorne in einem Bereich, wo es halt wesentlich frischer ist, dann stelle ich die Temperaturen einfach nochmal höher. Auf der Suche nach der perfekten Wärmekleidung probiert das Solartechnikunternehmen SMA verschiedene Outfits mit Heizfunktion aus. Westen, Jacken, Hemden. Die Auswahl ist riesig. Betrieben werden alle mit tragbaren Akkus. Bei diesem Modell können die sogar noch für normales Werkzeug benutzt werden. Das spart Ressourcen. Das Schöne tatsächlich ist, dass wir auf dem Dach der Halle eine 2 Megawatt Peak PV-Anlage haben, sodass der Strom zum Laden der Akkus direkt vom Dach kommt. Und das funktioniert auch im Winter. Es kann auch bewölkt sein. Der Strom vom Dach reicht aus, um den Strom für die Akkus entsprechend zu produzieren. Kostenlose Wärme, verlockend. Die Kleidung aber ist nicht billig. Bis zu 300 Euro kann so ein Wärmeoutfit kosten. Doch das ist nichts im Vergleich zu den Energiekosten durch die mächtige Gasheizung an der Hallendecke. Woche für Woche wird die nun mehr heruntergefahren. Das Einsparpotenzial ist enorm. Sie haben tatsächlich die Möglichkeit, wenn Sie nur die Personen warm halten, pro Grad weniger Hallentemperatur ungefähr 6% Energie einzusparen. Wir waren am Anfang bei 21 Grad. Wir sind jetzt bei 16 Grad, das heißt, das sind 5 Grad mal 6%, um die 30-40% Energie, die wir jetzt einsparen können. Ein Monat hat das Unternehmen Daten gesammelt zu Temperatur, Energieverbrauch und Wohlbefinden. 25 Testpersonen sind dabei. Im nächsten Schritt soll geprüft werden, wie ausbaufähig das Konzept ist. Statt nur eines Teilbereichs könnte dann der gesamte Logistikbereich des Unternehmens mit der neuen Kleidung ausgestattet werden.